Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Hearthstone TV. Hier ist der Opa Mario, der alte Sack. Wir sind unterwegs nach Sidonia mit dem Hauptziel, uns bei der Crimson Fleet einzuschleichen, undercover. Und da begeben wir uns jetzt hin. So, dann lassen wir uns mal überraschen, was das wird. Das sind ja mit die gefährlichsten Gegner, die es im Moment gibt. Oder überhaupt gibt. Und die sollen wir als Undercover Agent unterwandern. Dafür haben wir ja ein. Weiß nicht, wer es noch weiß. Wir haben ja noch einen Klumpen Aurora in der Tasche von Neon. So, und die hat Beziehungen zur Crimson Fleet. Wenn du was kaufen oder verkaufen willst, red mit Octai. Ich bin beschäftigt. Und mit Heikel meinst du vermutlich, dass die UC Security davon lieber nichts mitkriegen sollte? Da kann ich dir vermutlich helfen. Was hast du für mich? Aurora, ja? Cool. Aber ein bisschen zu heiß. Was hast du sonst noch? Nur ein paar alte Knarren und sowas. So, gleich am Ego kratzen. Ja, so sagen wir das jetzt. Nein, Sie haben recht. Aber sie haben dir nicht Aha. gesagt, dass mein Selbsterhaltungstrieb extrem ausgeprägt ist. Wenn du natürlich einen Finderlohn anbietest, dann könnte ich, naja, die Regeln etwas beugen. Finderlohn. Kein Problem. Weißt du was? Echt komisch. Plötzlich fällt mir doch jemand ein, der das Zeug Oh. vielleicht für dich los wird. Siehst du? Ein Kumpel von mir mischt bei der Crimson Fleet. Adler Kemp heißt er. Wenn er nicht schon Adler bewusstlos Kemp? ist, War der nicht in killt der er gerade mit Grog Parallelklasse? und Spear den Rest seiner Damals Gehirnzellen. in der 7B? Ach, und war schön, mit dir Geschäfte zu machen. So, wie sagt die? Durch ihre Aktivitäten oder die der daraus resultierenden Aktivitäten unsererseits. Ganz schön reden, Unmöglich. ne? Ich will am liebsten jedes Hey, Wort im was du, Wörterbuch Wutschin? nachschlagen, Was damit du? mir das nicht Hallo, noch hier bin einfällt. ich. Was du? Schatzi, keine Augen mehr für mich. Schau mir in die Augen, Kleiner. Jawohl, so. Hi. Gut. Dann komm mal. Dann gehen wir wieder. Wenn du da bist, gehen wir wieder. Ach, ich gucke dem immer so gern beim Laufen zu, weil so beweglich war ich früher auch, als ich noch jung war, weißt Wenn du es mit der Kopfgeldjagd versuchen du? willst, sag Ups. Bescheid. Was Wow, gibt's? ach so, falsche. Hier. Ja, alles nur vertrauenswürdige Typen. Wenn du nicht hier bist, um mir noch einen Drink zu servieren, kannst du wieder Man abhauen. kann von mir auch noch drei kriegen. Hey, sag's doch noch ein bisschen lauter. Ich glaube, es hat dich noch nicht jede UC-Wache in Cydonia gehört. Nee. Okay. So. Okay. Ja. Ich glaube, da können wir dir helfen. Wenn du eine ganze Ladung davon loswerden willst, muss das schnell gehen. Aber erst musst du was für uns machen. Kein Problem. Direkt zum Geschäft. Kein Smalltalk. Kein Smalltalk. Gefällt mir. Kein Smalltalk. Und jetzt Lauscherchen auf. Ich sag's nur einmal. Okay. Du musst dich um einen Miner kümmern, der zu viele Schulden hat. Oh. Er hat wahrscheinlich alles versoffen. Kann ich ihm nicht verübeln. Aber ich will das Geld zurück. Du kannst mir so viele Credits geben, wie du willst. Darum geht's nicht. Wir müssen an dem Typen ein Exempel statuieren. Er heißt Carl Fielding. Wahrscheinlich stolpert er irgendwo durch die Minerquartiere von Deimos. Keine Angst, er ist leicht zu finden. Halt einfach Ausschau nach dem erbärmlichsten Typen weit und breit. Okay. Gut. Schulden Eintreiber. Hast du gehört, Vasco?
Schluss mit lustig. Okay. Hallo. Hau ab. Ich muss hier raus. Oh, scheiße. Scheiße, jo. Guck mal hier lang. Ich so. Arbeite zwar offiziell in der Personalabteilung, aber für Probleme ist Tia zuständig. Ja. Personalabteilung? Was? Ist ja hier so ein Barkeeper, ist ja auch so, was mit so einer Personalabteilung macht. Hier oben müssen wir raus. Ach, komm mal. So. Unten. Ist er wieder ganz unten? Schön eintreiben. Oh, der Aufzug, das ist natürlich schön. Okay, der Aufzug ist gar kein Aufzug. Wohnquartiere. Boah. Tischtennisplatten haben sie auch. Ich habe eine Brieffreundin in New Atlantis. Wir sind uns nie begegnet, aber sie ist eine gute Freundin. Cool, oder? Was ist das hier für eine schöne Tasche? Bevor du was sagst, nein, der Mars ist nicht wie die Erde. Scheiße, okay. Nicht mal die Erde ist mehr, wie die Erde mal war. Tja. Das dürfen wir dir noch nicht machen. Ach, die arme Sau. Kann ich dir irgendwie helfen? Hilf dir mal selber. Adler Camp? Wer zur Hölle ist das bitte? Adler, sagst du? Nee, sagt mir nix. Ich glaube, du verwechselst mich. Ich bin echt müde, okay? Hab den ganzen Tag in den Minen geschuftet. Ich will einfach nur nach Hause, mir den Staub abwaschen und relaxen. Und wenn du hier sitzt, kommst du auch nicht nach Hause, he? Hey, wow, ganz ruhig. Lass mich mal überlegen. Adler, hast du gesagt, oder? Ach so, warte. Du meinst den Adler? Ja. Ja, ne? Sorry, ich dachte, du redest von jemand anderem. Na, der andere Adler, ich habe ihm gesagt, dass ich nächste Woche zahle, wenn der Beteiligungscheck von Deimos kommt. Ich bringe ihn ihm sogar persönlich, okay? Was zur Hölle soll ich denn machen? Ich kann echt gerade keinen einzigen Credit abdrücken. Wo nix ist, kann man auch nix holen, okay? Was für Spielchen? Warum tust du mir das an? Ich hab das Geld nicht. Ich kann mich ja vielleicht für eine 7-Tage-Schicht melden. Mag sein. Schön, dass du meine Situation verstehst. Sag Adler, es tut mir leid, dass ich versucht habe, mich da rauszumogeln. Ich hatte keine Wahl. Genau, habe ich das Geld gekriegt oder wie? Gar nicht. Ach, da war wieder das. Ja, was für wieder das Ding mit dem Handgelenk gemacht. Das war ja, wenn das juckt dem manchmal so. Er ist doch jetzt gut langsam. Man macht sich einfach wahnsinnige Sorgen. Masko. Irgendwie. Zentraler Knotenpunkt. Aber. So, jetzt aber. Anstatt also ein neues autarkes Leben ohne Regeln zu beginnen. Ich bin gespannt, haben wir das Geld gekriegt oder ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. In den Tiefminen, da verdient man das ganz, ganz große Geld. Hast du was für mich? Ach. Sieh mal einer an. Ich wusste, der Penner will mich für dumm verkaufen. Macht er mir noch Probleme oder hat er es verstanden?
Schön, schön. Du bist wohl ein richtiges Naturtalent, was das Schuldeneintreiben angeht. Hier darf man ja nicht schießen. Mir. Hier weißt kann man du, ja nicht rumschießen. Wenn dir sowas Spaß macht, habe ich noch mehr Arbeit für dich. Jede Menge. Wow. Glaubst du, du kommst mit meinen Partnern klar? Das höre ich gern. Dein Stil gefällt mir. Alles klar. Ich gebe Neva Mora Bescheid. Nächste. Sie ist die Nummer 2 nach dem großen Boss persönlich. Mach dich auf den Weg nach Europa. Da findest du sie. Und hör dir an, was sie zu sagen hat. Ach ja, um die Aurora-Lieferung habe ich mich gekümmert. Ist viel Kohle. Gib nicht alles auf einmal aus. 13.000 Dollar. Siehst du, so kommt immer wieder Geld rein. Immer wieder. Huch. Komm, was für mein Schatz. Auf nach Europa. Das Büro des Gouverneurs auf der Hauptebene liegt, heißt noch lange nicht, dass es dann... Gut. Na, aber nicht vordringen. Wenn er sich vordringelt, dann sehe ich ja nichts. Und ich bin ja nun mal der Chef, ne? Jedenfalls im Spiel. Komm, wir knattern mit unserem neuen Schiff. So, das kennt er ja noch gar nicht, wa? So, könnt ihr mal gucken hier. Das ist jetzt unser Heimatschiff. Ja. Das ist die Holstonia 1. Frisch gebaut. Weil ich muss dazu sagen, dass das Schiffe bauen, das kann süchtig machen, ne? Frisch gebaut vor einem Tag. Nur das hier gefällt mir nicht so richtig. Das ist noch nicht so die ideale Lösung, aber es nützt ja nichts. So, weil, ne, wir müssen jetzt hier eine Leiter hoch. Von den Etagen sehen wir jetzt erstmal nicht viel, aber wir müssen ganz hoch. Schön, dich zu sehen. Hey. Ja, wir haben. Ach, da ist er. Ah, ja. Ne? Raphael kennt er ja noch. Hey, den. Du bist zurück? Ciao. Ja. Unser Chefingenieur. Wir gucken jetzt mal noch nicht durch das Schiff. So. Halt. So, Waffenkammer. Die Gute fragt nicht, wie oft ich zwischendurch mal Teile umgetauscht habe, bis das so war, wie ich das haben wollte. Dann mein Lieblingscockpit. Ne, weil. Und dann habe ich hier oben mein. Nur für mich alleine. So. Mein Refugium. Auch meins. Weil wenigstens ein vernünftiges Bett. Ist ja auch mal eine Sache. Da hatte ich vorher auch ein anderes. Aber das können wir immer noch sehen. Falls jemand möchte, können wir mal kompletten Rundgang machen. Dann schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ansonsten nattern wir jetzt nach Europa. Da sollen wir hin. Ja, da sollen wir hin. Ah, sieh mal an, wer endlich den Mut hat, hier aufzutauchen. Adler hat wohl endlich mal was richtig gemacht. Also, Superstar. Adler behauptet, du wärst gut genug, um bei uns mitzumachen. Mal sehen.
Und ich mag witzig. Merkt ihr das? Okay. Also, bevor ich dich ranlasse, legen wir alle Ey, hallo. auf den Ich Tisch. bin nur eine Frau im Keine Spiel. Ahnung, Hast ob du, Erdler guck mich. Talent hat. Und ich hoffe für ihn, er hat's nicht. Aber du schließt dich hier nicht irgendeiner Piratencrew an. Wer Du hat was schließt dich nicht? der Crimson Fleet an. Also, falls du die kleine Aufgabe überstehst, die ich für dich geplant habe. Okay. Ein medizinisches Versorgungsschiff namens Regana springt in den Orbit von Enceladus. An Bord findest du einen Verräter namens Austin Rake. Ich will ihn tot sehen. Jetzt geht's los. Jetzt haben sie ja vorher gesagt, ne, wir müssen, um undercover bleiben zu können, auch Sachen machen, die wir nicht so gerne machen. Also. So. So gut werde ich, muss darüber nachdenken. Warum sagst du, ja, sie nicht persönlich? Das ist ja Quatsch. Medizinische Versorgungsschiff ist ja also. Erledigt ist es erst, wenn Rake nicht mehr atmet. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Okay. Und lass mich nicht zu lange warten. Ich fliege jetzt gleich los. Wir haben mir noch nicht mal angedockt, also kann ich auch gleich wieder weiter, ne? Ja, normalerweise sind das ja blöde Fragen. Die wird das schon wissen, warum der. Ja, sollte ich mal nicht. So. Finde die Kurs festlegen. Ist sie das? Oh. Nee. Okay.